Monika sitzt neben dem Hans Knaus und auch er hat sich sehr aufopferungsvoll um seinen Fan gekümmert. Wer die Veronika eigentlich so ist und was sie so macht, wenn sie nicht gerade vor versteckter Kamera weint, das sehen Sie hier. Hallo, bin die Veronika, komme aus Graz und meine Freizeit gestalte ich mit Kaffee trinken gehen mit meinen Freundinnen und dann Kegeln, das ist halt mein großes Hobby. Da haben wir eine ganze Partie und da geht voll die Post ab. Das ist eine richtige Gaude. Also wenn Skirennen ist, dann ist für mich Skirennen, da gibt's nichts. Von Hans Knaus bin ich ein Fan, seit er da in Alta Badia gefahren ist. Da habe ich halt das auch verfolgt und da habe ich mir gedacht, wow, der ist ein Wahnsinn, der Hans Knaus. Also das ist mein Favorit. Optisch gefällt mir der Hans Knaus total. Der schaut echt gut aus, ist echt spitze, wie der ausschaut. Wow. Der hat so eine herzliche, menschliche Liebe, Ausstrahlung und den möchte ich einmal treffen. Dein Hans Knaus, den muss ich einfach treffen, habe ich mir gedacht. Das wäre halt mein großer Wunsch. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass ich ihn getroffen habe. Ja, jetzt bin ich froh, dass ich ihn getroffen habe. Auch nach der versteckten Kamera noch? Ja, noch immer. Immer noch. Ja, ich bleib sein Fan. Es waren ja beide relativ aufgeregt. Du bist sogar 20 Minuten früher angerückt als ausgemacht. Du konntest es kaum erwarten, ihn zu treffen. Ja, natürlich. Ich habe mich so gefreut. Meine Freundin hat angerufen am Samstag und sagt, du weißt was, ich habe was gewonnen. Du kannst den Hans Knaus treffen, wenn du willst, den Skifahrer. Ja, ist eh klar. Nichts wie hin, habe ich gesagt. Also, das wird schon mal abgesagt, weil zu meiner Freundin fahre ich nicht. Ich muss den Hans Knaus sehen, was ich will. Weil das ist mein Favorit. Aber das ist Treffen in seiner Privatwohnung? Ja, ich habe mir schon gedacht, irgendwie, na ja, habe ich mir gedacht, irgendwie ist es schon witzig, dass der mich irgendwie bei ihm daheim da einladet. Habe ich mir gedacht, aber na ja, bitte. Das ist ja der Star zum Anfassen. Hauptsache getroffen. Hauptsache getroffen, egal, denke ich mir. Egal. Naja. Ganz egal, was dann zum Schluss nimmer. Wir ziehen jetzt gemeinsam um in die angebliche Wohnung von Hans Knaus nach Wien. 20 Minuten früher als ausgemacht läutet sie an der Tür, die gute Veronika. Eine waschechte Steirerin und ein glühender Knaus-Fan der ersten Stunde lernt sie ihn jetzt endlich persönlich kennen. In echt. Und sogar in seiner neuen Wohnung in Wien. Ist ja alles viel besser, als sie gedacht hat. Nein, es tut mir leid. Ich bin ja nicht fertig geworden mit der Wohnung. Siehst du, die Möbeltrager, die sind immer noch am Werkeln da. Ich bin nur mal froh, dass ich die sehe. Da bin ich noch sympathisch, so lieb, so natürlich und so fresh. Ja, danke. Ich bin da will ich ja verlegen auch noch, wenn du mir solche Komplimente machst. Na, die Veronika ist ja ganz hin und weg und super happy. Und deshalb hat sie auch nichts dagegen, dass der Hans jetzt auch noch ein Essen für die beiden holen will. Es wird alles sogar noch besser und besser. Ich geh schnell alle die Bagels holen, ich bin gleich wieder da. Aber es kann nur sein, dass ein Möbelpacker noch kommen, weil die helfen mir jetzt auf einen Umzug. Ich komm eh gleich wieder. Gell? Der Hans geht weg und die Veronika ist einfach nur zufrieden. Als die Möbelpacker kommen, da denkt sie sich einfach nichts dabei. Ich meine, das hat der Hans genauso ja gesagt, ne? Dass die jetzt nichts bringen, sondern was mitnehmen, na gut, also auf jedes Detail kann sie auch nicht achten. Ne? Ist das Alarmanlage, oder? Ah, okay. Eins ist auf jeden Fall fix. Besser wird's ab jetzt sicher nicht mehr. Der wird auch hübsch machen, nichts dran ändern. Mit der blauen Montur. Ja, fesch. Was haben sie alles gebracht, die Burschen? Oh, die haben da einen Kastel, einen Tisch geholt. Die haben da einen Tisch geholt. Was haben sie geholt? Einen Tisch. Mein Tisch haben sie geholt? Ja. Jetzt bringt er Hut.
Ja, aber das ist ja mein alter Tisch. Das ist ja mein alter Tisch. Ich mein, ja. Da ist meine alte Omega drin, die wollte ich da schätzen lassen. Eine alte Uhr drin, eine neue Uhr habe ich drin. Ich meine, das ist ja alles noch heilig, aber meine Medaillen und Zeugel, das habe ich mir alles jetzt mitgenommen nach Wien, weil ich es schätzen lassen wollte. Nein! Was, Scheiße, was mache ich jetzt? Ja, wieso holen die überhaupt einen Tisch? Ja, nicht. Ja, das frage ich mich auch fest, die Deppen. Ich meine, die sollten mir meine Zeugel reintragen, aber nicht was auszahlen. Die haben einen Tisch. Und geh ruhig recht schnell hin. Jetzt so. Ja, habe ich Ehre, mein Gott sei Dank bist du da. Na, das ist jetzt ja. Frauen, gerade waren zwei mit Tisch. So, ich glaub, du bist heute allein unterwegs. Ja, bin ich. Nein! Ja, was? Das ist ein Fan von mir, von daheim. Ja. Von meiner Heimat. Es sind zwei Männer gefahren mit so blauen. Na, das. Jetzt haben sie noch Oberteil und Jacken. Die haben noch gesagt, ist das der Alarmanlage. Und haben sie drüben gesagt, nicht? Die Alarmanlage, die ist noch nicht aktiviert. Ja, die zwei Männer haben gesagt, ist das der Alarmanlage da drüben. Jetzt? Ja. Ärger dich wirklich. Man muss da normal schon irgendwie. Puh. Scheiße. Ah, kommt's nicht einmal irgendwas nur schön gehen? Naja. Komisch, jetzt haben wir den vorgekommen, aber weiter gezogen. Ja, Markus, hast du irgendwen in der Firma, die was gesagt haben, die helfen heute nicht? Oder was? Sonntag. Gottes Willen. Hey. Ja, ich hab. Ja, boah, jetzt reicht's mir. Hoffentlich. Hoffentlich haben sie mir das nicht gefladert. Das klingt ja nicht so ungefährlich. Das habe ich verkauft. Ja, das sind die Banden, die sind alle wieder unterwegs. Nein, wenn ich das weiß, ich habe noch gesagt, ist das der Brauch da in Wien, oder was? Ich hätte nämlich gar nicht meine lassen, weil du gesagt hast, da kommen die Wien hochreizen. Ja, ja, mit Markus hast du noch. Ich glaube, die kommen. Das war so. Okay, Polizeianruf. Ich rufe jetzt die Polizei an. Da rufen wir jetzt die Polizei an. Nein, ich hätte ja gar nicht meine lassen. Ich habe noch gesagt, ich lasse gar nicht meine. Hallo, grüß Gott. Bin ich da bei der Polizei? Ja, da spricht der Hans Knaus. Hallo, grüß Gott. Also mir brennt der Hut. Bei mir, ich glaube, dass sie Möbelpacker da irgendwie bedient haben in meiner Wohnung. Und mir brennt wirklich der Hut, seid schnell. Ah, ihr seid um die Ecken. Ja, sehr gut. Bitte gebt Gas. Aber jetzt einmal richtig. Es tut mir leid, aber ich muss weitermachen. Also das ist ja jetzt vergeht mir am ersten Tag die Garde schon da in Wien. Aber danke da dabei und ja, jetzt. Polizei wird auch. Sind Sie im Wien aber kein mit. Ich bin jetzt selber geschockt. Ich bin dahin. Da ist mir irgendwo Informanten sein oder irgendwas, weil. Gibt's das nicht? Weißt du, die Hunde checken das ab, wo Leute nicht einziehen, die sind ja nicht gesteppert. Und die haben mich vielleicht auch beobachtet. Langsam dämmert's der Veronika. Erbstücke weg, Medaillen weg und alles ist ihre Schuld. Hoffentlich kann die Polizei jetzt helfen, denkt sie sich. Kann sie nur leider nicht, das sind nämlich eigentlich die Möbelpacker von vorhin, nur jetzt halt in Uniform. Und Veronika bemerkt das nicht. Leider nichts im Griff. Grüß Gott. Das ist ein, ja, Meet and Greet, sogenannter Fan. Du bist die Veronika, ja. Gell? Ja. Sie sind der Wohnungsbesitzer oder Wohnungsmieter? Ich bin der Wohnungsbesitzer, Mieter. Mieter seid nicht. Mieter. Fragen Sie die Frau, ich meine, sie hat es gesehen. Ja. Beschreiben Sie mal die zwei Herren. Ja, die waren nicht so groß. Das, der eine war mehr zart und klein und der zweite war auch mehr so schmal. Mhm. Und so blaue Hosen. Und dann blaue Blusen, Arbeitsblusen. Klingt ein bisschen nach der Siedlungsbande, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben da in Wien, irgendwas ein Problem. Bande, ja. Ich habe einmal was gehört davon. Sie geben sich aus als Möbelpacker und zack, sind schon drinnen. Ja, wie ist es, wo die da sind? Also, ich weiß nicht, was sie tun müssen. Die sind auf Antiquitäten spezialisiert. Ja, bist du deppert, die habe eine Antiquität, was die hat sich der oder einer der beiden vielleicht irgendwas nach Sicherheitssystemen in der Wohnung gefragt? Ja, ja. Nein, wenn sie schon gegangen sind, hat er gesagt, dass da drüben ein Alarmanlage. Ja. Bitte. Das ist nicht ehrlich. Die Geschichte ist halt bei der Siedlungsbande, die haben aber meistens schon auch jemanden, der sie informiert, dass zum Beispiel die Wohnung leer ist oder gesiedelt wird. Genau das, was ich meine, die Hundle. Kennen Sie den Wohnungsmieter? Meine Freundin hat es organisiert für mich, dass ich da in Herrn Knaus treffe. Ja, mir kommt das jetzt ein bisschen komisch vor. Ja, weißt du, was mir nämlich komisch für? Sie ist allein da, aber eine Freundin mit ihr ist hergefallen. Nein, das ist ja auch gar nicht. Das ist ja für Sie. Sag's mal einmal ganz kurz. Du bist kein Fan, das ist es. Ich sag's dann, war dann gut gegangen. Ganz kurz, hallo? Ja. Beschreiben Sie so genau wie möglich die beiden Herren, die Herrinnen gewesen sind. Wie haben die ausgeschaut? Größe. Größe. Genau, kann ich das sagen. So wie groß war der Mami? So im Vergleich zu uns zum Beispiel. Ja, einer war so wie Sie. Mit 76.
Nein, ich bin wirklich enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Ich bin voll enttäuscht eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt verlieren wir mal vorher mal Meeting. Ganz kurz, Herr Knaus, ganz kurz, Herr Knaus. Ganz kurz, Herr Knaus. Sagen Sie mal, wie groß war der andere ungefähr? Jetzt sag Tina, dass du kein Fan bist. Ich bin ein Fan und ich bin nur deswegen da. Wie groß war der andere ungefähr? Jetzt gehen wir mal rüber zu mir. Jetzt ringen Sie sich nicht auf. Jetzt kriegen wir schon. Jetzt gehen wir mal mit. Und jetzt müssen wir auflösen. Und jetzt sage ich dir nämlich was. Pass auf. Jetzt muss ich da was sagen. Schauen wir mal. Du bist nämlich Opfer einer versteckten Kamera. Du bist Opfer einer versteckten Kamera. Veronika, ich tut mir leid, dass du ehren musst. Das ist einer der Möbelpacker. Und das ist der zweite. Der Maus hat nur vorher Rotstreifen oben gehabt. Da haben jetzt, glaube ich, echt alle mitgelitten mit dir. Ja. Wäre dir ein normales Fantreffen lieber gewesen oder hat sich die Aufregung gezahlt? Ich meine, immerhin sitzt du jetzt schon wieder neben Hans Knaus. Bin jetzt froh, dass es die versteckte nur die versteckte Kamera war. Bin ich froh. Ja. Wirklich. Froh, und dass ich drauf habe, bin ich auch sehr froh. Wirklich froh. Ja. Dass du heute so denkst, mir hat das Herz weh da, wie du angefangen hast, dort das Rennen. Ich habe noch sagen müssen, du bist einfach kein Fan. Und ich weiß, sie ist einer meiner größten Fans. Und dann so schier seid ihr herzensgut am Menschen stehst. Es war ja interessant, weil ich habe ja gesagt, ihr habt mir im Himmel gesagt, sag jetzt, ich bin enttäuscht von dir. Ja. Und der Hans hat gesagt, ich bin enttäuscht. Nein, sag, ich bin enttäuscht von dir. Ich bin enttäuscht. Nein, von dir. Aber er hat es dann gemacht. Ich habe recht, der Werner, gell, ich habe bis jetzt in meinem Leben immer gesagt, was mir ich gedacht habe. Sei es beim Skifahren, sei es beim Kommentieren. Und dort hast du mir die Anweisungen gegeben, habe ich mir gedacht, du kannst bei gestohlen bleiben. Da unten, wenn du verstehst. Ich war mir bis heute nicht sicher, ob sie mir jemals verzeihen wird. Doch. Nein, das habe ich schon. Also ich glaube, jetzt, wie du so sitzt, mit Arm um sie gelegt, ich glaube, sie hat sie verziehen. Nein, ich bleib ein treuer Fan. Für das, dass ich so ein A war, habe ich jetzt was mit für dich. Echt? Nachdem du ja ein Skifan bist, der ersten Stunde, das weiß ich, weil du hast jeden Sieg und alles aufgezählt damals. Ich habe da zwei VIP-Tickets für die Skiweltmeisterschaft in Schladming bei mir in der Heimat. Na wirklich? Super, geh her, da bin ich mit im Einsatz. Dankeschön. Dankeschön. Das ist wirklich stark. Ich freue mich auch. Also ich freue mich auch. Wir hoffen, wir sehen uns. Der größte Freund. Wow. Also, da haben sich die Tränen auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall danke fürs Durchhalten und dabei sein. Aber vielleicht bleibt das ja nicht der einzige Preis. Das Publikum hier stimmt ja ab, welcher Fan hatte die stärksten Nerven. Und